Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode vom Vitamin Berge Podcast. Heute habe ich rausbekommen, was eine Maultrommel ist, denn ich habe Martin Moser im Interview, den habe ich auf der Auto Friedrichshafen getroffen und er geht nie ohne seine Maultrommel aus dem Haus bzw. auf die Wanderwege dieser Welt. Und er erzählt sonst noch viel, warum Wien nicht zu Österreich gehört, warum er so gerne draußen ist, wo er hingeht und über was er dann so alles schreibt. Ich hoffe, es gefällt dir und wenn es dir gefällt, dann freue ich mich über ein Like auf Facebook, Instagram, auf iTunes und so weiter. Und jetzt viel Spaß mit Martin. Das dritte Interview oder die dritte Podcast-Episode auf der Outdoor Friedrichshafen jetzt hier. Und nachdem ich heute früh mit der Corinna am Tisch gesessen habe, nachdem ich mit der, mit wem ausgesprochen? Carola. Carola, mit der Carola draußen im Liegestuhl gesessen habe. Oh, chillig. Genau, sitze ich jetzt mit dem Martin auf einer schönen Holzbank vor dem Fenster. Da sieht man leider nicht, also draußen, wunderschönes Wetter. Sitze ich hier. Martin ist, also das Witzige ist, ich habe gerade bei einem Vortrag gesehen oder gehört, dass er auch für Hochtourist schreibt. Hochtourist war mal eine Empfehlung von, ich habe keine Ahnung mehr. Aber so schließt sich irgendwo der Kreis. Deswegen, ich freue mich, Martin, dass du bei mir bist. Ebenfalls, Robert, danke. Martin ist Blogger, Weitwanderer, Wiener. Also zumindest, du wohnst in Wien. Genau. Und also Blogger auf gelebt.at. Also gehlebt.at. Willkommen, Martin. Erzähl doch einfach mal ganz kurz noch ein bisschen mehr, was die Leute wissen sollten über dich. Ich wohne in Wien, aber ich bin ursprünglich Oberösterreicher, also ich fühle mich nicht als Wiener. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann wieder mal zurück in die Heimat kehren, in die landschaftliche Idylle und nicht in die Großstadt. Bin eher mehr der Gartenmensch als wieder dritter Stock ohne Balkonmensch. Aber ich sage mal, die meiste Zeit bin ich eh draußen eigentlich, weil es ist. Ich schreibe Bücher, ich schreibe Wanderbücher, Weitwanderbücher, ich schreibe Texte für Tourismusverbände, bin draußen unterwegs für Tourismusverbände und ich blogge, ja, über Weitwanderstrecken, über Wanderwege, über Nationalparks, auch in Österreich und Europa auch. Und ich bin frisch gebackene 30 Jahre. Man glaubt es kaum. Was gibt's noch? Ich bin eben gerne in der Natur, bin ein Naturbursche eigentlich schon immer gewesen. Angefangen eigentlich mit Klettern, dann irgendwie vom Klettern wegkommen und dann irgendwie aufs Weitwandern gekommen. Hat es irgendwie so gegeben. Die erste Frage, wenn du Wiener bist, die ich eigentlich immer gerne beantwortet habe, gehört Wien zu Österreich? Naja, oder ist das so völlig was anderes? Politisch ja, auf alle Fälle, ja. Es ist halt doch irgendwie ein eigenes Krüppchen. Schon, ja. Ne? Also, ich sage es mal, der Oberösterreicher wird sagen, ja, Wien gehört zu Österreich, aber sagen wir es nicht laut. der Tiroler wird sagen, na, Wien gehört nicht zu Österreich. Was ist das? Wien ist eine super Stadt zum Leben. Ich glaube, das ist immer so hinter Zürich die zweit, wohnhafteste Stadt der Welt oder so. Man kann super leben dort. Man hat so viele Möglichkeiten und man ist auch relativ schnell im Grünen. Das macht, glaube ich, Wien auch sehr, sehr gut aus. Und es gibt eigenen Wein dort. Das ist auch schon was Positives. Ja. Bin ich sofort für. Bier schmeckt ja auch. Wie bist du denn, mit Bergen,
in Berührung gekommen? Du bist ja, also ich weiß jetzt nicht, Ostösterreich? Ja, es ist oder, Oberösterreich. Oberösterreich ist so, so, ja, eher so im Zentralraum. Es war vor Alpenland. Ja. Also man hat vor uns zu Hause vor der Terrasse auf die hohen Berge des Toten Gebirges gesehen, auf die 2000er. Bin aber mit den Eltern damals als Kind, ja, so die klassischen Urlaube, die man halt so macht, man fährt auf Ausflug irgendwo hin, geht da 2 Stunden durch eine Klamm und so weiter. Es waren jetzt keine Bergberührungen in dem Sinn. Die erste Bergberührung war eigentlich, wie 14 Jahre alt war, mit meinen Geschwistern. Haben wir da auf den Traunstein raufgeschleppt. Das ist so ein ziemlich markanter, alleinstehender Berg. Jetzt nicht so hoch, 1600 Meter, ein bisschen drüber. Da sind wir halt gleich mal einen Klettersteig raufgegangen. Also eher einen einfachen AB, aber es war dann doch so, das war das erste Mal Berg und das war so richtig geil. Ja. Und dann war 6 Jahre lang nichts. Und dann hat es erst wieder angefangen, dass ich mich in die Berge verliebt habe. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist geklettert. Was bist du da geklettert? Also jetzt so Sportklettern, Bouldern, Felsenklettern, es gibt sogar noch Klettersteigklettern, auch wenn die Leute das wahrscheinlich eher weniger als Klettern bezeichnen. Ja. Aber was hast du da gemacht oder wie bist du dazu gekommen dann? Ich bin dazu gekommen übers Bouldern. Also damals bin dann innerhalb Oberösterreichs von meinem kleinen Kaff in ein kleines Städtchen gezogen, die haben eine Boulderhalle und eine Kletterhalle und habe da zum Bouldern angefangen. Dann habe ich einen Kletterkurs, also einen Seilkletterkurs absolviert, Sportklettern und war dann ab und zu auch draußen am Fels. Ja. War auch einmal, sag ich mal, nur einmal bislang Alpinklettern und dann hat sich das irgendwie aber wieder aufgelöst, weil ich bin dann wieder umgezogen und war dazwischen Weitwandern, das erste Mal in meinem Leben, ja, so richtig lang und dann hat sich das irgendwie aufgehört, also jetzt aktuell tue ich ab und zu Bouldern und das war's. Also das ist. Was bedeutet Weitwandern? Ah, es gibt's. Schwierig. Fängt das jetzt bei 10 Kilometern an? Reden es wir da von 100 es Kilometern? Es gibt unterschiedliche Definitionen von was ist Weitwandern, weil es gibt die Definitionen von alpinen Vereinen, vom Alpenverein. Da spricht man, sagen wir mal, von Weitwandern, alles was ab 300 Kilometer ist und sag ich mal, durch 3 Bundesländer jetzt in Österreich jetzt durchgeht oder durch 3 Länder. Aber ich für mich persönlich ist jetzt alles eigentlich Weitwandern, wenn ich sage, ich wandere einen Tag, schlaf wo und gehe wieder weiter. Egal, ob das jetzt nur 2 Tage sind, 3, 4, 5, 100, was auch immer. Ich schlaf wo, gehe wieder weiter. Ist für mich Weitwandern. Ja. Machst du das dann, also suchst du dir dann Touren aus, die ausgeschrieben sind, also so klassisch E5 zum Beispiel oder in Österreich gibt es ja auch diese Querwege, glaube ich. Ne? Genau, ja. Machst du dann eher die oder sagst du, nein, ich habe heute Bock rauszugehen und morgen habe ich auch noch Zeit und dann gehst du los? Ich bin eher der Typ, der sich selber was zusammensucht und der ist nicht so die klassischen, der nicht so, ich bin jetzt nicht so der Sammler von Weitwanderwegen, so. Dieser Weg, check. Ja. Für die, die Video sehen, ich habe hier 2 Sticker, ich weiß jetzt gar nicht, was da drauf steht. Das eine ist Maria Zeller Weg. Ist ein Weitwanderweg, ja. Also und, doch Sticker-Sammler. Naja, nein, es ist doch irgendwie recht nett, wenn man sowas hat. Und ich sage jetzt mal, die Maria Zeller Wege und der Weinviertelweg, die beiden, die da oben sind, sind Wege gewesen, die Teil von einer Tour waren. Ja. Und hat der Zufall so ergeben, dass das eben gerade so gepasst hat. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich gehe jetzt die nächsten Tage diesen Weg, weil damit ich den fertig habe oder was auch immer, damit ich den gegangen bin. Und suchst du dann diese also Hütten oder Pensionen, Gasthöfe vorher schon raus, wo du übernachten willst, oder ist das dann wirklich spontan? Mittlerweile ist es mehr schon spontan. Anfänglich war die Unsicherheit immer da, okay, man muss reservieren. Anfänglich dann war ich auch noch mit Hund unterwegs. Da ist es noch ein bisschen schwieriger. Da muss man sich im Vorfeld informieren, da muss man bekannt geben, dass man eventuell, also dass man da schläft.
Mittlerweile ist es aber so, dass vor allem auf Berghütten, wenn ich alleine unterwegs bin, dann reserviere ich gar nicht. Weil entweder es gibt eher einen Platz oder es gibt irgendwo eine Notschlafstelle oder ich schlafe am Boden. Es ist mir dann relativ egal. Ja. Aber wenn es jetzt nicht am Berg ist, sondern eher im Flachen, wo es zu Gasthof für Pensionen sind, checke ich schon im Vorfeld, ob überhaupt die Verfügbarkeit wäre, ja, ein paar Tage davor. Ja. Weil wenn eine Busgruppe hier ist, dann... Blöd. Ja. Was nimmst du denn alles mit? Also wenn du so Schlafsack? Ja, es variiert je nach Tour. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt ein paar Tage im Gebirge unterwegs und will nicht unbedingt auf Hütten schlafen, sondern will so flexibel wie möglich sein, dann habe ich Biwaksack, Schlafsack, Unterlagsmatte dabei und sehr spärliche Bekleidung. Also das Bohrradkostüm. Ja, und Bohrrad und noch einmal gekürzt. Nein, also einfach wenig Wechselkleidung. Ja. Dann stinke ich halt einmal 4 Tage. Ich bin dann eh nicht in Hütten oder bin dann vielleicht zum Essen, zum Mittag in Hütten und bin wieder weg, bevor es unangenehm wird. Nein, aber es ist nie so schlimm und man gewohnt sich dran und das Ganze. Aber so Kocher und sowas nimmst du gar nicht mit, oder? Habe ich schon auch dabei, ja. Aber oft habe ich einfach nur kalten Proviant mit für ein paar Tage. Es ist komplett unterschiedlich. Ja. Und manche Touren habe ich einfach keinen Schlafsack mit, wo ich weiß, okay, da nächtige ich jetzt in Gasthöfen, wo ich mich ums Schlafen jetzt nicht kümmern muss. Und, ja. Ja, wo ich einfach reinkomme und kann mich niederlegen. Was war so deine längste Tour, die du je gemacht hast? Das war meine Eingangstour, also mein Einstieg ins Weitwandern, war bislang die längste Tour. Das waren 30 Tage, über 900 Kilometer waren das. Das war so der spanische Jakobsweg. Von Frankreich weg, von Saint-Germain-Pied-de-Port auf der französischen Seite. Ich bin da mal weg. Ja, ich habe das Buch nie gelesen, aber ich... Schau dir den Film an. Aber ich okay. Ist, also bei mir, also mindestens einmal im Quartal gucke ich den Film. Echt, wirklich? Das Buch ist toll und der Film, er ist nicht deckungsgleich, aber er ist einfach lustig, berührend und jedes Mal danach plätter ich quasi einen Wanderführer für den Jakobsweg. Also, okay. Er reizt mich auch, aber ja. Ist schon überlaufen. Also, ja, ich meine, es war für mich der Einstieg in das Weitwanderthema. Wann war das? 2010. Das war schon ein Stück. Ja, Sommer 2010. Es war für mich wirklich so der ideale Einstieg, ja, weil es sind viele Leute unterwegs, das stimmt. Ja. Habe es jetzt aber nicht so wahrgenommen, dass es überlaufen wäre. Okay. Ja, gut, schon 7 Jahre gut, jetzt schon die letzten 3 Tage, da stapeln sich die Menschen, ja. Weil da will jeder irgendwie die Urkunde bekommen und ja. Ist dann auch nicht mehr so super, wenn man eh schon über 3 Wochen, 4 Wochen unterwegs ist und auf einmal sind so viele Menschen da und irgendwie willst einfach, ja, egal. Aber jedenfalls, es war jetzt nicht so das Feeling, dass es überlaufen wäre und war ein perfekter Einstieg einfach, ja. Gut markiert, gut beschildert, die Infrastruktur vor Ort zum Nächtigen, es gibt einfach schon so viel, ja, weil es eben so bekannt ist, ja. War ideal zum Einsteigen. Ja. Und hast du dort deine Frage, bist du mit einer Frage gestartet, wolltest du Gott sehen? Oder? Was bin ich und wenn ja, wie viele? Genau, so weiter, ja. Genau. Hast du da irgendwas oder hast du gesagt, nee, ich möchte das einfach mal machen? Ich sage mal, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Wir sind unter uns. Ja, passt. Es darf nicht nach außen kommen. Nein, es war, die Motivation war eigentlich die Krebserkrankung meiner Mutter. Mhm. Also es gibt von Paulo Coelho auch ein Buch auf dem Jakobsweg. Ist ein bisschen, ist jetzt nicht so die klassische... Ist das verfilmt worden? Nein, ist nicht verfilmt worden. Mhm. Also glaube ich jetzt nicht, wüsste ich jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht so die klassische Weg- oder Weitwanderbeschreibung oder Erlebnisbericht, sondern es ist ein bisschen komisch, spirituell angehaucht mit so überdrüber. Also
ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum Lesen, aber sehr interessant auch. Mhm. Und sie war halt Fan von Paulo Coelho an sich und von dem Jakobsweg. Ja. Und hat aber dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, dass den Weg selber geht. Ja. Mhm. Weil sie auch 2010 verstorben ist. Und das war dann für mich so die Motivation, okay, dann gehe es halt ich. Ja. Und es war eh so, es war Ende meines Studiums und dann eh nicht gewusst, okay, ich habe gewusst, ich werde dann im Sommer, also Anfang Sommer bin ich fertig mit dem Studium, im Herbst ziehe ich nach Wien und mache was anderes. Ja. Dazwischen, das war für mich so, was machst du? Und ich dachte, ja, gehst du in Jakobsweg. Sehr schön. Ja. Und das habe ich eigentlich der Ursprungsfrage vergessen. Was war dein längster Waldwanderweg? Aber das hast du jetzt schon. Man könnte jetzt ja sagen, wenn das dein längster und auch der Anfang war, dann könnte man sagen, es ging dann stetig bergab mit den Kilometern. Stimmt, ja. Also wäre jetzt quasi so, das war der längste mit 900, dann hast du viele kleine oder kürzere gemacht. Mhm. Würde dich denn mal sowas, wie zum Beispiel der Carsten Josen gemacht hat, so Pacific Crest Trail, Appalachian Trail, mhm. Jetzt habe ich den Namen schon wieder, verdammt, Carola, Arizona Trail machen. Ja. Hast du mal sowas irgendwie angedacht? Ja, grundsätzlich schon, nur eben Jakobsweg war einfach so, ist so eine bekannte Strecke. Ja. Dann gibt es die österreichischen Weitwanderwege, die auch sehr bekannt sind und eben bis auf ein paar Sachen, ja, bin ich jetzt nicht so der Sammler, der jetzt abhakt. Ja. Also ich würde mir selber gerne was zusammenstellen, beziehungsweise unbekannte Wege gehen. Ja. Kannst du ja von Ost nach West oder von West nach Ost? Zum Beispiel. Na, aber was mich schon sehr reizen würde, wäre zum Beispiel die europäischen Fernwanderwege, die relativ unbekannt sind, bis auf manche Abschnitte, wie zum Beispiel der E5 über die Alpen, der ist bekannt, ja, das ist ein Klassiker. Ja. Ja. Aber eben so unbekannte Dinge. Also schwebt mir so einmal vor in der Zukunft, Nordkap, Gibraltar. Mhm. Das wäre einfach einmal so. Da kommst du bei mir zu Hause vorbei. Passt. Also, das hat sich eingeladen. Super. Eine Unterkunft gecheckt. Auch zwei, das kann man mit Shuttle machen. Nein, das wäre mal so, wenn man denkt, okay, das wäre so ein bisschen ein Traum. Ja. Wird irgendwann in Erfüllung gehen, aber mal sehen. Ja. Gibt es so für Neulinge, die an dieses Thema rangehen wollen, also ich selber will ja dieses Jahr mal den E5 machen, bisschen gegen den Strom, also von Meran nach Oberstdorf. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, darauf sollst du achten, das sollst du unbedingt mitnehmen? Europax auf den Hütten. Okay. Ja. Wird doch relativ viel geschnarcht und sonstige Geräusche von sich gegeben. Nein, wer wirklich jetzt ein Neuling ist auf dem Sektor und sie vielleicht jetzt durch irgendwas inspirieren hat lassen und sie denkt, ich will jetzt selber einmal ein paar Tage wirklich unterwegs sein und habe aber sowas noch nie gemacht, gehen. Gehen. Ja. Wenn du das nicht gewohnt bist, das tägliche Gehen, 15, 20 mehr Kilometer, du verreckst. Ja. Okay. Also im Alltag so viel gehen wie möglich, ja. Es muss ein bisschen eine Routine reinkommen in die Bewegung einfach. Ja. Und so, dass wenigstens die Füße mitspielen, wenn man unterwegs ist. Ja. Alles andere mit, welche Ausrüstung oder was für besondere Tricks oder so, ist schwierig, weil jeder irgendwie individuell agiert. Ja. Der eine will echt wenig, so wenig Gewicht wie möglich mithaben, dem anderen ist es ziemlich egal, was er mitschleppt. Ja. Das muss man, so blöd es klingt, das muss man selber erfahren und selber zum Fluchen beginnen und dann bist du 2 Tage unterwegs und du weißt genau, was du daheim lassen hättest sollen oder was mitkommen hätte sollen. Ne? Aber es ist schwierig für mich jetzt Tipps zu geben. Ne? Okay, dann vielleicht etwas konkreter.
was für Schuhe nutzt du auf solchen Wegen? Also sind das dann eher die schweren Bergwanderstiefel, sind das so leichte Trekkingschuhe oder, was zum Beispiel mein Favorit ist, Trailrunning-Schuhe einfach? Angefangen habe ich mit Lederschuhen, mit griffiger Sohle. Mit denen war ich auch jahrelang unterwegs, egal ob jetzt Berg, 3000er oder flach. War ziemlich egal, ja. Mittlerweile, jetzt nach jahrelanger Erfahrung und so weiter, gehe ich mit Trailrunning-Schuhen. Ja. Ob das jetzt Bergtouren sind, ja, oder auch im Flachen. Ist ja schon gemütlich. Es ist flexibler. Man muss natürlich wahrscheinlich auch trainieren, klar, hast du ja gesagt. Ja. Aber wenn man es dann einmal hat, ist das, glaube ich, wesentlich angenehmer. Ja, ja. Also gerade auf die langen Sachen. Auf die langen auf alle Fälle, ja. Also vor allem, man kann halt ein bisschen individualisieren. Ich ziehe jetzt auch nicht mehr starr, ne? Also ich ziehe nicht auf allen Touren, wo ich bin, die Trailrunning-Schuhe an, sondern ich weiß, okay, mir erwartet jetzt viel Schotter und relativ gerade und die Etappen sind kurz, weil es geplant sind, ja. Dann ziehe ich auch noch die Lederschuhe an, weil ich es einfach sehr bequem finde und weil das so meine alten Schuhe sind und die sind einfach cool. Kommen wir wieder ein Stück zurück, weg von der Ausrüstungsschlacht zu Vitamin Berge. Was war so das schönste Erlebnis, was du in den Bergen erlebt hast auf einer deiner Touren? Also wo du sagst, das werde ich nie vergessen. Also Gut, das muss ich spontan machen jetzt, weil wenn ich darüber nachdenke, dann fällen mir so viele Sachen ein, dann kann ich mich nicht entscheiden. Genau. Ja. Das muss spontan sein. Ja. Und das, was mir spontan immer auf sowas einfällt, ist, ich habe eine Biwak-Tour gemacht im schon erwähnten Toten Gebirge, was man von mir zu Hause quasi in der Ferne immer gesehen hat. Und war dort, ich bin abseits der Wege gegangen, ja. Also ich habe den ganzen Tag keine Menschenseele getroffen, obwohl das doch bekanntes und beliebtes Berggebiet ist, und habe mir dann einen Biwakplatz gesucht auf 2000 Meter oder so. Es war relativ auch eben, es war zwar recht felsig als das Ganze, aber der Platz war okay, ja. der war gerade. Und dann habe ich den ganzen Abend halt alleine oben verbracht, ein bisschen was gegessen, ein bisschen so in die Landschaft geblickt, und dann habe ich so am Gegenhang war nur so ein Schneefeld. Und ich hab ständig gesehen, da bewegt sich was, ja. Da ist Bewegung in dem Schneefeld. Aber ich habe es nicht, es war einfach zu weit weg, das zu erkennen. Dann habe ich es mit der Kamera hergeholt, das Ganze. Und dann habe ich bemerkt, es waren Berggämsen, die gespielt haben im Schnee. Ah, cool. Also es klingt so, also für mich jetzt so, für mich war das unglaublich einfach, weil die sind den Schnee runtergerutscht, sind seitlich wieder raufgerannt am Felsen und sind wieder runtergerutscht. Sehr cool. Und ständig, also wie kleine Kinder eigentlich. Ne? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, also die wilden Tiere, ja, die spielen da im Schnee und laufen wieder rauf und rutschen runter, laufen wieder rauf, und das ständig. Und das war einfach so cool zu beobachten. Ja. Das war das Erste, und ein paar Stunden später hat mich dann um 3 in der Früh eine Gämse geweckt, die ein paar Meter neben mir gestanden ist. Also ich glaube, ich bin auf ihrem Schlafplatz gewesen. Ah, ja. Ah, ja. Gut. Aber das klingt echt sehr, sehr schön. Du bist jetzt nicht nur... Was machen wir jetzt für einen Kraftwerk? Okay. Du bist ja nicht nur das Blogger, du bist vor allen Dingen auch Buchautor von Wanderbüchern. Nenn uns doch mal die großen Titel deiner... Also das meistverkaufte Buch heißt Wien geht Gassi. Wien geht Gassi, okay. Ist ein Hundespazier/Wanderbuch für Wien und Umgebung. Also dass die Stadthunde von Wien nicht nur die täglichen Gänge machen, wo sie eh schon jeden Schnüffelplatz kennen und die Visitenkarten ständig hinterlassen, sondern dass man wirklich neue Wege mit den Hunden geht, weil die verblöden sonst und so werden sie auch wirklich müde. Und es war einfach so für mich das Ziel, okay, geht's mit den Hunden raus, gell? Geht's nicht nur am Abend eine kleine Pinkelrunde, sondern geht's wirklich raus mit den Hunden. Ja, das war so der meistverkaufte Titel. Und Wien wandert gibt's noch,
Wien geht weit, gibt es noch, so von Wien quasi raus, ein paar Tage. Ja. Und jetzt das letzte aktuelle war von Hütte zu Hütte in den Wiener Hausbergen. Was sind die Hausberge von Wien? Oh, das muss man aufpassen, das ist regional sehr, sehr, sehr schwierig, was man jetzt sagt, das Wiener Hausberge. Weil manche sagen dann, na was, wir gehören doch nicht zu Wien und so weiter. Nein, es ist im Grunde, sagen wir mal, alles was Niederösterreich, die Alpenwelt Niederösterreichs betrifft und ein bisschen Steiermark, Hochsteiermark, was jetzt für einen Tagesausflug gut erreichbar sind. Ja. Wobei das Hüttenwanderbuch eben nicht für einen Tagesausflug gedacht ist, sondern für das, dass du auf eine Hütte raufgehst, auf der Hütte nächtigst und dann hast du die Möglichkeiten, okay, wie komme ich von dieser Hütte zu einer anderen Hütte, ja, um dort dann zum Schlafen. Mhm. Also komplett individuell ausgeführter Wanderführer, dass du sagst, ich will 3 Tage unterwegs sein, welche Hütten haben offen überhaupt, mhm, ja, und wie kann ich das planen, dass ich 3 Tage unterwegs bin. Welche sind die nächsten großen Titel? Nächsten groß. Naja, also ich arbeite an einem Weitwanderbuch schon seit 3 Jahren. Das irgendwie, dann könnten wir jetzt ein Veröffentlichungsdatum nein, bitte nicht. Festlegen. Nein, es gibt einen Fernwanderweg, den Alp Pannonia, der führt eben von den Alpen in die pannonische Ebene nach Ungarn. Mhm. Bin ich schon gegangen, war auch schon geplant, dass ich das veröffentliche, ja. Aber irgendwie hat es dann nie so richtig gepasst und irgendwie schiebe ich das schon 3 Jahre raus und es ist schon fast ein Running Gag, ja, dass das wahrscheinlich so ein Lifetime-Project wird. Aber ich hätte mal gesagt, heuer Herbst 2017. Okay, fest. Also, Herbst 2017, ein Buch kaufen. Wird dann hier verlinkt auf jeden Fall. Oh Mann. Okay. Genau. Drei Interviews an einem Tag funktionieren nicht mit einer Batterie, aber sie hat noch gehalten. Aber jetzt meckert's schon. Aber inzwischen bin ich schlauer und nehme Ersatz mit. Kluger Mann. Was viel am gelernt habe, muss man sagen. Ey, nur ist schon alles passiert. Ich muss aufpassen, dass die große Speicherkarte drin ist. Mhm. Weil ansonsten passiert es nämlich sofort, dass die zweite Speicherkarte ist zu langsam und dann fliegt die nach 2 Minuten einfach ab, weil der Datenfluss nicht durchkommt. Super. Lernt man halt so. Dann, okay, Batterie checken, überhaupt checken, ob du sie mit hast und all sowas. Ja. Und das Geilste ist dann aber, packst du die lang, gehst, liegt dann noch was. Ach ja. Aber das ist ja das Spannende, wenn man irgendwie das Coole. So, zum Abschluss gibt es immer meine Quickfragen, Schnellfragen, kurze Frage und du darfst antworten, solange du möchtest. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge, weil man Aussicht hat. Weil man Aussicht hat. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Also was würdest du da machen? Ich glaube, ich würde alle Trampelpfade, alle Wildpfade, die irgendwie verlaufen, würde ich einfach erkunden. Also ich bin ja ein Naturbursche, wie schon mal erwähnt, und ich begeistert die Natur und ich will dann immer wissen, was wächst da oder so. Und würde, glaube ich, hunderte Pflanzen mir anschauen, von denen ich 98 den Namen nicht kenne, ja, aber die wahrscheinlich cool sind irgendwie. Ich würde einfach herumgehen und irgendwie alles erkunden und vielleicht auch, je nachdem, was auf der Hütte zur Verfügung ist, ich liebe Karten. Karten sind echt, also
Karten spielen oder Topografische Karten? Topografische Karten, okay. Ja. Also ich könnte, glaube ich, Stunden auf einer Karte einfach herumsuchen und ah, was ist da und so. Ich glaube, ich würde einfach, wenn ich die Möglichkeit hätte, versuchen, die Gegend zu kartografieren. Kartografieren, danke. Ja. Ja, bloß so. Und natürlich dein Buch fertigstellen? Ja, ja, natürlich. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beides im Idealfall. Okay. Dein Gadget, ohne welches du nie in die Berge gehst? Maultrommel. Was ist ein Maultrommel? Gut, das ist was Regionales bei uns in Oberösterreich. Es gibt die Mollner Maultrommel, das ist so ein Gerät, das spannst du halt die Zähne, Mund so ein und dann kannst du mau, 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 bang, bang, bang. Also es gibt so... Also so quasi... Es gibt auch so vietnamesische Maultrommeln, die so... Ach so, also ein Musikinstrument. Ja, okay. Genau, Musikinstrument. Und mit dem kannst du halt einfach, je nachdem wie du gerade... wie viel Volumen du jetzt hast, kannst enger und so weiter. Ähnlich wie bei Mundharmonika und so weiter, aber du machst halt nur diese Geräusche. Muss ich mal auf YouTube gucken. Guck mal, ja. Also ich habe zum Beispiel, wie am Dinara war, das ist der höchste Gipfel von Kroatien, im Dinarischen Gebirge, habe ich ein paar Höhenmeter unterhalb meine ganze Ausrüstung irgendwo versteckt, weil ich bin mit dem Nachtzug hin und ich bin schon 30 Kilometer gegangen, ich war relativ fertig und müde, ja, und wollte einfach nur mal rauf auf den Gipfel und habe die Maultrommel mitgenommen. Oben war es relativ kalt, Haube und Handschuhe waren im Rucksack drinnen unten, aber ich habe wenigstens oben kurze Ständchen Maultrommel spielen können. Warum auch immer, ja, also irgendein Vogel braucht man anscheinend. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge, also Podcast, Magazin, YouTube-Channel, was auch immer. Bücher. Bergverlag Rota, die Wanderführer rausgeben. Also wenn ich in irgendeiner Region fahre, die mir jetzt nur unbekannt ist, checke ich einfach einmal die Literatur, die es vom Bergverlag Rota gibt, von Wanderbüchern, und lese mir da einmal ein. Mhm. Also es sind top recherchiert, finde ich jetzt immer, ne? Und man hat irgendwie gleich einmal ein paar Anhaltspunkte, was man machen kann. Ja. Andere Blogs, es ist so Vielzahl, was ich irgendwie gern lese, und aber so schwierig da jetzt, wenn rauszupicken, weil einfach so viele gut sind. Okay. Sollte dir noch einer einfallen, dann verlinke ich den einfach. Ich meine, es ist immer so ich würde es nicht sagen, Jahreszeiten abhängig, ja. Aber jetzt aktuell, wenn wir jetzt so im Juni jetzt so sind, weil gerade der Alex von bergreif.de ist ja gerade von Wien nach Nizza unterwegs zu Fuß, und da bin ich dann halt immer dabei. Ja? Also da verfolge ich dann immer seine ganzen Berichte und die Fotos, ja, weil der halt live irgendwas postet, und gedanklich bin ich dann quasi, gehe mit ein bisschen. Ja. Ja, bin ich gespannt. Also das ist, was da rauskommt, ob er es schafft und was er da erlebt alles. Ja. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also wenn du in deiner Wiener Wohnung bist und dich zieht es gedanklich in die Berge, was tust du dagegen, dass du nicht völlig... Ich fahre in die Berge. Du fährst in die Berge. Sehr gut. Also wenn ich mir denke, okay, ich bin jetzt schon so unterwandert oder wie auch immer. Unterwandert, das ist geil. dann bin ich einfach weg. Gell? Also wenn ich es spüre, okay, ich bin gerade so, ich bin eingeengt, obwohl alles frei ist, ja, dann fahre ich einfach raus. Und auch wenn es nur für 2-3 Stunden sind oder so, ja, dann fahre ich vielleicht 2 Stunden mit dem Zug wohin, laufe eine Stunde worauf, laufe wieder runter und fahre wieder heim, aber einfach nur, kurz einmal draußen und passt. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Dich eigentlich. Verdammt. Okay. Also eigentlich wäre es interessant, einmal dich zu interviewen in deinem Podcast. Ja, haben schon einige versucht. Mist. Okay, aber jetzt stehe ich ja quasi selber auf der Liste. Ne.
Na, aber abgesehen von dir jetzt, ja. Wenn du so vom Axel geschwärmt hast, wäre das ja zum Beispiel was. Alex. Ja. Wenn er in Nizza angekommen ist, das ist dann genau. Das große Alpenquerungs-Special gibt. Das ist ja dann quasi die Überdosis Vitaminberge. Ja, das ist. Also nicht. Das sprengt dich, glaube ich. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Wenn die Leute was von dir lesen wollen, gelebt.at gibt es sich auch auf Twitter, Instagram, Facebook. Ja, genau. Gibt es alles, ja. Verlinke ich dann sonst noch irgendwie, wo finden die Leute deine Bücher? Im Idealfall in allen Buchhandlungen. Nein, es ist großteils Wien und Umgebung. Aber Amazon? Online, ja. Amazon, online, Buchhandlungen, Online-Shops, whatever, ja. Dann verlinken wir das auch noch. Gut. Cool. Vielen Dank und viel Spaß noch hier auf der Auto. Danke. Ciao.